Hier habe ich diesmal Nightfall Ausnahmezustand. Das ist die erste Erweiterung von Nightfall. Ich habe es Nightfall zwar schon gespielt, aber Ausnahmezustand habe ich bis jetzt noch ausgepackt. Hat ein bisschen gelitten die Verpackung, weil ja, man hat so viele Spiele, wo man gar nicht mehr weiß, wohin damit. So, Nightfall Ausnahmezustand. Wenn das Chaos regiert, schlägt die Menschheit auf ihre Weise zurück. Mit energischer Kontrolle. Aber wie kontrolliert man Kreaturen, deren reine Existenz jeder Logik widerspricht? Ja, Nightfall ist ein reines Kartenspiel. Wie viele andere, was habe ich denn noch? Thunderstone ist auch ein sehr geiles Kartenspiel. Muss ich dazu sagen, wovon es auch sehr viele Erweiterungen gibt. Wie man sieht, habe ich es einfach mal noch nicht ausgepackt. Das ist so ein bisschen der Inhalt, der da drin ist. Dann gibt es hier noch zwei Promo-Kartensets sind das. Die sind dann dabei gewesen. Ich werde auf das andere Nightfall in einem anderen Video nochmal richtig eingehen. Was haben wir hier noch dabei? Das ist eine Spielanleitung. Hier haben wir noch, ach, was ist alles von Pegasus? Pegasus ist eine sehr geile Firma, das muss man dazu sagen. Die machen wirklich sehr gute Spiele. Zum Beispiel Munchkin, sehr geiles Spiel. Munchkin Freibeuter, sehr geiles Spiel, habe ich. Werwölfe habe ich schon vorgestellt. Thunderstone, davon habe ich gerade gesprochen. Das ist ein Thunderstone ist ein packendes Fantasy-Kartenspiel, bei dem die Spieler ihre Kartendeck während des Spiels selbst zusammenstellen. Ja. Quest, auch ein gutes Spiel, habe ich auch. Genial, werde ich auch nochmal vorstellen. Oder was haben wir hier noch? Zombie Dice. Zombie Dice, richtig gutes Spiel, habe ich glaube ich im Video auch schon vorgestellt. Zombies, episch geil, wirklich episch geil. Also das ist ein richtig, wer auf Zombies steht, das ist ein episch geiles Spiel. Hier haben wir Nightfall. Das Hauptspiel von dem hier. Ja, ich werde, wie gesagt, ich werde da nochmal drauf eingehen, werde das hier unten verlinken, bam. Und wünsche euch noch einen erquickenden Tag. Und tut mir leid, dass ich euch ein bisschen Zeit gestohlen habe. Bis denn dann, ciao.